möchte mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass mein Vater... Du hast Knopf gedrückt. Oh, das tut mir leid. Wahrscheinlich bin ich einfach aus Versehen rangekommen. Tut mir leid. Nee, kein Problem. Hauptsache, dir geht's gut. Du bist gerannt. Ja, der Aufzug war besetzt und, ach Gott, ich sollte Sport machen. Willst du was trinken? Hast du schon Geige gespielt nach der OP? Ich glaube, da muss ich mir eine ganz andere Haltung angewöhnen. Naja, also... Ich hoffe mal, ich bekomme eine Einladung zu deinem ersten Konzert. Dann bist du der Einzige, der sich mein Gefiedel anhören will. Privatkonzert wäre mir lieber. Ich muss jetzt gehen. Danke, dass du nach mir geschaut hast. Jederzeit. Entschuldigung. Hast du meinen Klopf nicht gehört? Das war das Violinkonzert von Mendelssohn. Das würde ich gerne irgendwann von dir hören. Also, wenn ich das mal schaffen würde, das wäre toll. Ja, dann fang doch an zu üben. Jetzt gleich. Schon gut. Ich wollte mich bei dir bedanken. Wofür? Dein Vater hat mich für heute engagiert. Also, ich habe ihm nur gesagt, dass du möglicherweise ein sehr gutes Ersatzprogramm wärst. Kommst du? Bitte sei mir nicht böse. Aber nur weil ich mich für dich einsetze, heißt das nicht, dass... Ich verstehe schon. Falls du es dir anders überlegst, ich halte den Platz frei, okay? Ich muss jetzt gehen. Danke, dass du nach mir geschaut hast. Jederzeit. Üben? Jetzt gleich? Schon gut. Ich wollte mich bei dir bedanken. Wofür? Dein Vater hat mich für heute engagiert. Also, ich habe ihm nur gesagt, dass du möglicherweise ein sehr gutes Ersatzprogramm wärst. Kommst du?
Bitte sei mir nicht böse. Aber nur weil ich mich für dich einsetze, heißt das nicht, dass... Du bist gerannt. Ja, der Aufzug war besetzt und, ach Gott, ich sollte Sport machen. Willst du was trinken? Hast du schon Geige gespielt nach der OP? Ich glaube, da muss ich mir eine ganz andere Haltung angewöhnen. Naja, also... Ich hoffe mal, ich bekomme eine Einladung zu deinem ersten Konzert. Dann bist du der Einzige, der sich mein Gefiedel anhören will. Privatkonzert wäre mir lieber. Ich möchte mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass mein Vater... Du hast einen Knopf gedrückt. Oh, das tut mir leid. Wahrscheinlich bin ich einfach aus Versehen rangekommen. Tut mir leid. Nee, kein Problem. Hauptsache, dir geht's gut. Entschuldigung. Hast du meinen Klopf nicht gehört? Das war das Violinkonzert von Mendelssohn. Das würde ich gerne irgendwann von dir hören. Also, wenn ich das mal schaffen würde, das wäre toll. Ja,